Hallo Leute, jetzt gibt's Neues aus der Musikwerkstatt. Ein Wortspiel. Wisst ihr eigentlich, warum man ein Musikstück oder warum man ein Lied auch als Musikstück bezeichnet? Na? Wenn man die Musik an einem Stück durchhören soll, unterbrechungsfrei, eben ein Lied. Ein Musikstück, verstehst du? Achtung, das Wortspiel des Tages. Das Wortspiel des Tages. Heute ist der 8. Februar 2023. Und ich möchte nicht gerne vegetarisch wegen Tieren vegetieren. Verstehst du? Vegetarisch wegen Tieren vegetieren. Schreib's mal auf den Zettel und lies es dir durch. Dann macht's Klick. Hallo ihr Lieben. Kennt ihr schon meinen Lieblingsspruch beim Kaffee trinken? Nee. Pass auf. Ich tue in meinen Kaffee einen Schuss Milch. Verstehst du? Einen Schuss Milch. So, wir sind mit dem Essen fertig. Der Tisch ist weitestgehend abgedeckt. Die Töpfe und Pfannen müssen noch gespült werden. Das Besteck auch. Aber hier in der Pfanne haben wir noch so, ja, ich sag mal, restliche Panade. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mach mal Kunst mit Essensresten. Malen hier ein Herzchen rein. Ganz fein. Noch ein kleines dabei. Eieiei, da braucht man viel Fantasie. Mal in das Herz noch ein Herz. Ja. Und den Rest, den esse ich auch noch. Ich weiß, ich bin ein Schelm. Da guckt euch doch mal das Herzchen an. Oh. Lieber Vater, ich habe mir eben einen so schönen blöden Witz ausgedacht und den würde ich dir gerne mal erzählen. Darf ich dich mit in den Film nehmen? Pass auf, dauert auch nicht lang. Eine Scherzfrage. Hier, pass auf. Was heißt Tausendfüßler auf Italienisch? Na? Keine Ahnung. Scherzantwort: Molto bene. Hast du gelacht? Nee. Naja. Hier, Mama, kennst du schon den Witz des Tages? Ja, pass auf, Scherzfrage. Was passiert, wenn man zu viel Cola-Bier trinkt? Na? Man Cola-biert. Oh. Verstehst du? Hast du gelacht? Nee. Schade. Guten Appetit.